Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Anne Schönholz und ich bin Geigerin im Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Normalerweise erlebe ich Maris Jansons auf der Bühne als meinen Chefdirigenten und umso schöner ist es, dass Sie heute dabei sind, wenn ich mit ihm ein paar persönliche Worte wechseln darf. Herr Jansons, herzlich willkommen. Schön, dass wir diese Gelegenheit haben und dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch nehmen. Danke, ich freue mich auch sehr. Wir befinden uns ja gerade im Gärtnerplatztheater, denn bis vor wenigen Minuten hat hier eine Pressekonferenz stattgefunden, in der Sie zusammen mit unserem Management über die neue Saison, die Saison 2019-20, erzählt haben. Gibt es denn ein Werk oder ein Programm, auf das Sie sich in der neuen Spielzeit ganz besonders freuen? Ich glaube, ich könnte speziell betonen, das sind die Beethoven-Ouvertüren alle. Das ist ein Beethoven, wie wir wissen, Beethoven-Jubiläumsjahr. Und Richard Strauss-Werke, die sind selten gespielt, so wie Bürger aus Edelmann, Fantasie, Frau ohne Schatten oder Zwischenspiele für Intermezzo. Natürlich, alle meine Programme, ich mache mit großem Interesse. Aber so speziell vielleicht noch, ich sollte betonen, das ist Mahler 6. Sinfonie. In wenigen Tagen steht noch ein besonderes Ereignis an. Sie werden den Herbert von Karajan-Preis erhalten, und zwar im Rahmen der Salzburger Osterfestspiele. Und ich habe Ihnen ein Foto mitgebracht, was Sie sicherlich noch kennen. Ja. Ein altes Foto inzwischen. Ja. Man sieht hier sehr deutlich, wer Schüler und wer Maestro ist. Sie sind... Ja. Wie immer sehr bescheiden und himmel den Maestro an. Herr Jansons, wann ist dieses Foto entstanden? Wissen Sie das noch? Das ist 1968. Ich war damals 24 Jahre alt. Karajan kam mit dem Berliner Philharmoniker nach St. Petersburg und hat gesagt, dass er möchte ein Masterclass machen. Dann 12 Dirigenten haben dirigiert und ich war eins von zwischen den 12 Dirigenten, eigentlich war der Jüngste. Ich habe mich eigentlich gewählt und hat empfohlen dass, und ausgedrückter Wunsch, dass ich komme nach Berlin und bin bei ihm sein Assistent oder Schüler auch. Aber leider, das waren solche schwierige politische Zeiten, die damals man hat, ich habe keine Erlaubnis bekommen, sollte zu Hause bleiben. Also es verbindet Sie viel mit Herbert von Karajan persönlich. Und ich weiß, dass Sie aber neben dem Dirigierstudium auch noch Geige und Klavier studiert haben. Ja. Als Geigerin muss ich Sie jetzt fragen, wann Sie zuletzt Geige gespielt haben. Geige zuletzt, ich habe gespielt, wenn ich war ungefähr 18 Jahre alt. Ist also schon 18, 20. Und in der ganzen Zeit danach gar nicht mehr? Gar nicht. Ich habe Bratsche gespielt dann noch. Ach so, noch das wusste dazu. Ich habe Bratsche gespielt bis ungefähr 26 Jahre alt. Aber ich habe parallel studiert auf Dirigieren. Ich habe studiert schon am Anfang, wenn ich 14 Jahre alt war. Ich habe angefangen als Chordirigent in der Schule, Musikschule schon studieren, plus Geige. Und dann war Bratsche und ich war dann im Konservatorium, habe Chordirigieren zuerst studiert und dann Opern und symphonische Dirigieren. Und ich hatte keine Zeit, wissen Natürlich. Sie wissen besser als ich, wie muss man ein Instrumentalist, wie viel er muss Übungsstunden haben. Ich hatte das nicht. Und dann zweitens, ich habe ganz schon von meiner kleinen Kindheit, ich glaube, habe schon gewusst, dass ich werde ein Dirigent. Das war mein Ziel. Ein ganz anderes großes Thema für Sie in den letzten 10 Jahren ist ja Ihr unermüdlicher, leidenschaftlicher Kampf für den Bau des neuen Konzertsaals in München. Das Orchester ist Ihnen unendlich dankbar, dass Sie da Ihr ganzes Herzblut reingesteckt haben und Sie hatten Erfolg. Der Saal wird gebaut werden, und zwar im Werksviertel. Ja. Da wurde auch viel drüber diskutiert, ist das jetzt zu spektakulär speziell oder hätte er doch ganz im Zentrum stehen müssen? Wie stehen denn Sie ganz persönlich zu dieser Umgebung Werksviertel? Ich glaube, dass die Idee, dass jetzt ist, dass in diesem neuen ganz Werksviertel, in diesem Bezirk, könnte auch sehr positiv sehen, wenn natürlich Staat oder Stadt wird diese ganze Bezirk
sich entwickeln als ein interessanter, lebendiger Bezirk. Ja, so sehen wir es vom Orchester eigentlich auch. Ja. Wir freuen uns jetzt eigentlich auf dieses Areal. Ja. Und umso schöner ist es ja, dass wir in diesem Jahr auch unseren Tag der offenen Tür dort veranstalten. Das muss ich jetzt unbedingt auch nochmal unseren Zuschauern mitteilen, denn am 29. Juni werden wir bereits im Werksviertel sein und den Tag der offenen Tür feiern. Eine Tür gibt es zwar noch nicht zu öffnen, da wahrscheinlich bis dahin der Saal noch nicht fertig sein wird, aber wir wollen dort doch unbedingt schon mal uns herumtreiben und hoffentlich viele von Ihnen persönlich treffen. Herr Maris Jansons wird auch da sein, eine Probe dirigieren und ein Konzert, auch eine Signierstunde, außerdem eine Podiumsdiskussion, und es wird sehr viel von unserem Orchester dort zu sehen geben und persönliche Einblicke sind dort auch möglich. Haben Sie eigentlich ganz normale Hobbys? Was machen Sie, wenn Sie freie Zeit haben? Ja, etwas Besonderes in meinem Leben, das ist mein Hund. Ja. Und er ist 2 Jahre alt, wir haben ihn vor 2 Jahren ihn gekauft, und er hat gebracht in unsere Familie etwas ganz Besonderes, eine fantastische Energie, sehr positiv, und ich liebe ihn wahnsinnig und möchte immer ihn mitnehmen, wir reisen, was wir auch versuchen, das verwirklichen. Das ist, sagen wir, kein Hobby. Ich muss sagen, dass er ist ein Mitglied unserer Familie. Aber wenn wir sprechen über echte Hobby, dann mein echtes Hobby ist Theater, Dramatheater. Mhm. Wahnsinnig liebe. Seit ich bin schon kleines Kind in der Schule, ich habe gespielt als junge Schauspieler. Wirklich? Ja, sehr viel gespielt. Deswegen für mich Theater, überhaupt die ganze Atmosphäre in dem Theater ist ganz für mich besonders. Ich liebe Theater und ich liebe Oper. Dann ist mein großes Hobby ist es natürlich Kino. Und ich habe eine sehr große Bibliothek. Leider habe ich keine Zeit wirklich zu anschauen, weil Kino ist mein Lieblingssache, und was natürlich ich könnte sagen, das ist auch Sport. Mhm. Ich bin interessiert in Sport, weil selbst wenn ich im Konservatorium studiert habe, ich habe Basketball gespielt. Basketball ist eigentlich für Letten, das ist ein Nationalspiel. Deswegen ich folge, was nicht nur im Basketball, alles was passiert in Sport. Nun, und dann natürlich, wie glaube ich, wie einen normalen Mensch, das ist nicht Hobby, aber das ist, glaube ich, interessant, eigentlich folgen, was passiert in unserer Welt, wie es geht. Sie können nicht neutral sitzen zu Hause in 4 Wänden und nichts interessieren. Ich bin interessiert, was passiert, in welchem Land, was ist Neues. So bin ich ziemlich neugierig für alles. Zu einer Saison mit Ihnen gehört ja auch, dass wir auf Reisen gehen. Also die meisten Konzerte spielen wir ja in München oder Bayern, aber es ist ja herrlich, dass wir auch, wie eben schon erwähnt, in den großen, berühmtesten, schönsten Sälen der Welt mit Ihnen konzertieren dürfen. Haben Sie auf den Reisen überhaupt ein bisschen Zeit, um, ich sag mal, Sightseeing zu machen oder doch wenigstens, um sich ein bisschen umzuschauen, wo wir uns gerade so befinden? Oder ist da Ihr Zeitplan ganz eng getaktet? Eigentlich ganz eng. Wissen Sie, wichtig ist für mich sparende Energie. Doch wenn Sie dirigieren ein Konzert, das ist doch, Sie geben Energie, innere Energie. Und Sie müssen die sammeln, diese Energie, wenn Sie nicht arbeiten. Sonst, Sie kommen ganz leer auf der Bühne. Und das ist sehr wichtig, dass Sie genug schlafen und Sie haben Ruhe. Dann können Sie ganz leidenschaftlich und voll mit Emotionen und Ideen auf der Bühne kommen und ein gutes Konzert dirigieren. Jetzt sind Sie schon das 16. Jahr bei uns Chefdirigent. Ich bin erst seit 7 Jahren dabei, aber ich habe von Anfang an gemerkt, das ist so eine vertraute Atmosphäre, wenn Sie da sind. Natürlich wächst man über die ganzen Jahre auch sehr zusammen. Das Orchester hat eine unglaubliche Atmosphäre und ein unglaubliches Engagement im Konzerte. Wenn sieht man, wie unser Orchester spielt, mit was für eine Leidenschaft spielt, die Musik, das ist wirklich sehr selten jetzt, auch beim Spitzenklasseorchester. Und wenn das so bleibt, das ist schon etwas ganz Besonderes. Deswegen, ich freue mich immer auf unsere Zusammenarbeit und weiß, dass wir
geben alle Mühe, das Orchester wird alle Mühe geben und wir versuchen alles das Beste von unserer Zusammenarbeit bringen und wunderbare Konzerte spielen. Wenn zum Beispiel wir jetzt waren in unserer Europa-Tournee, alle Konzerte sind ausverkauft. Und das bedeutet, das Orchester ist schon anerkannt, berühmt und beliebt. Das ist nicht automatisch, dass sofort alle Länder, ja, sie kennen das Orchester. Man muss aufbauen, ihren Namen. Und das, ich glaube, wir haben gemacht. Und ich glaube, das haben wir auch hier gemacht in München. Dass unsere Leute hier in München wirklich hundertprozentig verstehen, was das ist für ein Orchester. Was haben sie? Sie sagen, ja, wunderbar und so, aber ich bin nicht sicher, dass sie verstehen, was für ein Stückchen Gold ist dieses Orchester. Und wenn dann wir gehen nach Ausland und dann wir kriegen diese Response, dann wir fühlen, ja, die Leute haben das geschätzt und genießen. Ich möchte nicht sagen, dass hier Leute nicht genießen unsere Konzerte. Nein, unser Abonnementpublikum steigert alles. Aber doch ein bisschen mein Gefühl ist, vielleicht das ist, weil das ist ja, das ist unser Orchester, wir sind zu Hause. Ja, das ist immer dann, wenn kommt jemand von außen, dann ist ganz anders. Aber ich glaube, man vielleicht mit Jahren sollte auch kommen, diese Verständnis und enorme Enthusiasmus für diese Qualität, was hat dieses Weltklasse-Orchester. Wir haben ja eben bereits über die kommende Saison gesprochen und wer von Ihnen jetzt neugierig geworden ist, sollte unbedingt einen Blick in die Saisonbroschüre der nächsten Saison werfen. Sehr, sehr schön aufgemacht, natürlich auch äußerst informativ. Alle Konzerte sind hier drin enthalten, Fotos auch und so weiter. Es lohnt sich absolut, die durchzublättern oder sonst schauen Sie auch im Internet. Online finden Sie auch alle Infos. Sehr schön, dass Sie heute dabei waren bei meinem Gespräch mit Maris Jansons. Ich hoffe auf ein Wiedersehen am Tag der offenen Tür im Werksviertel, 29. Juni oder natürlich in einem unserer vielen Konzerte. Alles Gute für Sie und vielen Dank. Ja, bravo. Bravo an Sie, vielen Dank. Danke, Herr Jansons.